Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 8. Juni 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Mit dem Tageshoroskop für Montag eine neue Woche beginnt, und zwar mit dem abnehmenden Mond. Wir hatten ja am Wochenende den Vollmond am Freitagabend. Und inzwischen ist der Mond abnehmend und bewegt sich heute durch das Erdzeichen Steinbock und überläuft dann Pluto, Jupiter und Saturn. Dazu gleich etwas mehr. Venus, Planet der Liebe und der Werte, ist im Zwilling, jetzt im 11. Grad der Zwillinge, noch bis zum 25. Juni rückläufig. Also all das, was ich in der vergangenen Zeit über die rückläufige Venus gesagt habe, zählt weiterhin. Vorsichtig mit den Werten. Interessant auch, dass dieses Konjunkturpaket ja unter einer rückläufigen Venus verabschiedet wurde. Auch das lässt ja tief blicken. Auch im Bereich Beziehung kann es hier zu Missverständnissen kommen. Die rückläufige Venus bietet allerdings auch die Chance im Bereich Werte, also wie unsere Finanzen sortiert sind, was eigentlich für uns Werte bedeuten, aber auch Beziehung, die Möglichkeit, weiterhin einmal zurückzublicken, die Dinge zu analysieren und für uns herauszufinden, ob es hier vielleicht Bereiche gibt, die wir mittel- und langfristig verändern wollen. Die interessantesten Aspekte in dieser Woche sind im Grunde, dass sich die Sonne im Zwilling heute im 18. Grad und der Mars in den Fischen auch im 18. Grad, beide also noch im Quadrat zueinander, also weiterhin auch möglich, dass sich hier bestimmte Kräfte gegenüberstehen. Es kann sich für uns anfühlen, immer noch wie so eine Art Druckgefühl, so das Gefühl, dass unterschiedliche Energien in mir oder in meinem Leben, dass die nicht unbedingt immer zusammenwirken wollen, sondern gegeneinander arbeiten. Kann auch manchmal sein, dass ich so aus meinem Unbewussten, aus dem Gefühlsbereich so eine Art Druck empfinde. Aber es ist auch möglich, beide Seiten miteinander zu integrieren, wenn wir nämlich in unseren Lebensentscheidungen und Aktivitäten eben sowohl den Verstand wie auch das Gefühl einsetzen. Aber worum es mir jetzt geht, ist, dass eben beide auf den Neptun zulaufen. Beim Mars sehen wir es hier, dass Mars eben auf die Konjunktion mit Neptun zuläuft, die er am kommenden Sonnabend erreicht. Lange braucht er noch bis dahin. Und die Sonne läuft ins Quadrat zu Neptun. Das passiert schon am Donnerstag. Vormittag, also die Sonne sozusagen, läuft jetzt aus dem Quadrat des Mars raus, sie ist schneller. Und damit sind beide aktive Planeten im Kontakt mit Neptun. Und dadurch wird natürlich die Neptun-Energie sehr, sehr gestärkt auch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Laufe der Woche eben es in zwei Richtungen geht. Einerseits ist das bei Neptun so, dass oft die Energie wie verschluckt erscheint. Man hat weniger Motivation, nach außen zu gehen. Es ist wie, als wäre man leicht verschnupft oder als hätte man am Tag vorher ein Gläschen zu viel getrunken, so ein bisschen im Nebel. Das liegt daran, dass Neptun die Energie mehr nach innen lenken möchte. Also Innenaktivitäten sind dadurch gefördert. Das sind eben immer diese drei Bereiche des Neptun. Spiritualität, also Meditation, Yoga, Innenschau, sind gefördert, aber auch alles, was mit Kreativität zu tun hat, Musik, Kunst, Schauspiel etc., aber auch vor allem auch jegliche Form des sozialen Engagements. Also diese Neptun-Energie können wir am besten dadurch nutzen, indem wir uns auch um andere kümmern, indem wir auch mal unser Ego, unsere Bedürfnisse, unsere Begierden zurückstellen und etwas für andere tun, und wir werden feststellen, dass das oftmals einen doppelten Effekt hat. Einerseits fühlen wir uns tatsächlich besser. Es ist ja immer so der Irrglaube, dass wir immer denken, wenn ich viel für mich tue, dann geht es mir besser. Das hat so eine gewisse kapitalistische Logik. Ich habe mehr, also geht es mir besser. Oftmals ist es aber so, wenn wir etwas für andere tun, wenn wir auch anderen großzügig etwas geben, fühlen wir uns tatsächlich
besser. Also oft hat man ein besseres Gefühl, wenn man etwas schenkt, als wenn man etwas geschenkt bekommt. Außerdem ist es so, dass man immer glaubt, die Energie wäre weniger, weil ich sie ja anderen geben würde. Auch das ist das Gegenteil. Also wenn ich Liebe gebe, entsteht mehr Liebe in mir. Und es ist auch so, dass diese Energie, die ja unter Neptun-Einfluss eher nicht so stark da ist, dadurch, wenn man sich um andere kümmert, tatsächlich wieder stärker wird. Also so ein bisschen paradox, was wir oft bei Neptun haben, der ja für Feinstofflichkeit und den Bereich Jenseits von Logik und Kausalität so ein bisschen steht. Eine spannende Woche in der Hinsicht werde ich über die nächsten Tage verfolgen. Zur Tagesenergie, also der Mond als Tagesanzeiger der Energie, zeigt ja mit seinen täglichen, allerdings immer nur 1 bis 2 Stunden wirksamen Aspekten, was so über den Tag angezeigt ist. Und das sind heute eigentlich alles harmonische Aspekte. Heute am Morgen, oh, gegen 10:30 das Sextil zum Neptun, also ein möglicherweise ruhiger Vormittag, wo man mit Mut im Steinbock einiges abarbeiten kann. Und dann irgendwie im Laufe des Nachmittags, abends und der Nacht dann eben, da läuft der Mond hier über Pluto, Jupiter und Saturn. Auf Pluto ist er heute um 17:01 und auf Jupiter um 20:05, also an der Abend, der späte Nachmittag und der Abend, Mond über Pluto und Jupiter, zeigt uns nochmal die Verbindung dessen. Und Pluto kann ja immer so Tiefenerfahrung bringen, auch die Konfrontation mit Schattenanteilen und Ängsten, beim Mond eben immer nur ein kurzer Blick. Der Kontakt mit Jupiter uns eben auch Wachstumschancen, Fülle, Sinnhaftigkeit liefern. In der Nacht dann wechselt der Mond um 2:54 in den Wassermann, wo er dann um 5:17 morgen früh auf Saturn steht. Das werden die meisten von uns höchstwahrscheinlich verschlafen. Das heißt, morgen dann der Tag mit Mond im Wassermann, im Luftzeichen Wassermann, der dann sehr gut zu Sonne und Venus passt, eine größere Offenheit, Kommunikation, mehr Beweglichkeit und stärkere Impulse zur Freiheit. Ich wünsche uns heute allen einen schönen Montagmorgen, einen guten Wochenanfang und sage Tschüss, bis morgen.